Ich will meine Spitzhacke vor allen Dingen wieder haben. Wo ist meine Spitzhacke? Gib die wieder her. Alter, wie viel Zeug hat die denn dabei? Was habe ich denn alles in die Hand gedrückt? Die hat übrigens 100 abgeschworene Pfeile dabei. Die nehme ich mal an mich. Die könnte man vielleicht nochmal brauchen. Ermehrungsklinge ist so ein Witz. Ich dachte, das wäre das große Ding. Aber nein, ist es nicht. Dass es hier auch nicht alphabetisch geordnet ist. Mann, 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 Mann. Also, sie muss die Spitzhacke haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die abgelegt habe. Himmelsbogen, Ring des Schwachen, bla bla bla, Blokan lassen, Violette Bergblume. Achso, ich sollte vielleicht mal Waffen gucken, dann ist die Liste auch nicht so lang. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als hätte sie die Spitzhacke dabei. Verdammt, ich habe die doch abgelegt. Na gut, warte mal, fällt mir gerade ein. Nee. Was? Funktioniert nicht mehr. Ich wollte die Konsole leeren. Oh nein. Ich wollte ja nie so Quecksilber wollte ich ja nie haben. Gibt einen Mod fürs Inventar, Björn. Ja, der wäre extrem gut. Aber brauche ich jetzt auch nicht mehr mit anfangen, oder? Ich meine, es ist, vergebene Lebensmühe. Was ist denn hier noch? Ach, ein Vogelei. Zack, ein Drosselei hinzugefügt. Der Turm. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Greco Asketic, das ist doch wahrscheinlich wieder ein Engländer, der sich gleich beschwert, warum ich nicht auf Deutsch spreche. Wer unter den Zeichen des Turms steht, hat die Möglichkeit, Schlösser für Experten oder einfache Schlösser automatisch zu öffnen. Hä? Hä? Wie, Schlösser für Experten oder einfache Schlösser? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Die soll wirklich cool sein, Sky UI oder so. Aha. Langsam wird es auch Nacht. Ja, jetzt wäre gut, wenn ich Khajiit wäre und diese Nachtsichtfähigkeit hätte. So gut, ach, ich lasse es jetzt mit dem Leuchtturm. Obwohl, ich reiße jetzt zum Leuchtturm einfach hin und gucke, ob da irgendwo noch der Keller ist. Also, die Höhle da drunter. Benata guckt mir auch zu. Nur einmal am Tag. Ja. Ach, da knacke ich mit meinen unendlich vielen Dietrichen, die ich gerade habe, noch das auf. Ach, Schwierigkeitsstufe, das ist mir klar. Nee, der Punkt war, dass ich... So, gerade verdammt still, Skyrim. Skyrim? Fass dich. Kann man damit nur ein Expertenschloss und nur ein einfaches Schloss aufknacken oder jeweils ein Expertenschloss und jeweils ein einfaches Schloss, also zwei. Und keine Zwischendinger, also zum Beispiel Novizendinger und so weiter und so fort. Etwas nördlich vom Turm, alles klar. Da ist eine Klippe runter. Alles klar. Nördlich. Lauf, 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 lauf. Oh Mann. Ja. Naja, Clip ist es nicht unbedingt, aber. Aua. Hui. Ich hätte ja gerne noch einen Boah, ich habe tatsächlich getroffen. Ich bin ja beeindruckt. Verdammt. Na. Wenn man nicht voll durchzieht, hat man nicht so die Reichweite mit dem Bogen, habe ich das Gefühl. Da regeneriert sich jetzt schneller Eis auf. So, wo ist jetzt hier die mysteriöse Höhle? Experte oder Einfacher? Alles aus dem Eister und Spezial. Oh, verdammt. Also ich glaube, den Schneeberg kriege ich mit meinen drei orkischen Pfeilen nicht mehr tot. Aber vielleicht schafft das ja Ela. Ach nee, warte mal, da ist noch mein Wolf. Ach, das hat den Wolf getötet. Oh. So, mal sehen, ob die abgeschworenen Pfeile mehr Schaden machen. Na, nicht wirklich. Übrigens sehen die beschworenen Pfeile genauso aus wie das. Zum Glück macht die Dedra-Klinge ein wenig mehr Schaden. Ich bin ja über alle Maßen beruhigt. So, jetzt, ich wollte eigentlich nach Dämmerstein. Ich will die Höhle jetzt. Ach, Höhle am Hopswasserfall. Aber die habe ich schon mal erkundet, so wie es aussieht. Hopswasserfall? Hab ich? Ja, Höhle am Hopswasserfall. Weiß ich gleich, ob ich hier schon mal war. Lade, lade, lade. Mir nervt mir gerade ein bisschen, dass ich die Werbung unten nicht mehr einblenden kann für meinen YouTube-Kanal. Ist ein bisschen traurig.
Ach ja, diese Ladezeiten. Ach, genau pünktlich. So, hier liegen lauter Tränke oder Spirituosen. War ich hier schon oder war ich hier noch nicht? Ach doch, hier war ich schon. Hier waren die Totenbeschwörer unterwegs. Ich erinnere mich. Also hier war ich definitiv schon mal. Schön, schön. Schön, schön. Oh Mann, ich warte eigentlich nur auf den Brief von meinem Internetprovider, dass die uns hier sagen, dass wir zu viel uploaden. Dämmerstern. Diese Ladepausen. Alter, ist aber echt extrem, was wie lange das hier lädt. Also mal ohne Witz. Boah. Es lädt und lädt und lädt und lädt und lädt und lädt. Alter Schwede. Also ich hoffe, dass ich bis nächste Woche, okay, bis in 2 Wochen mal ein ordentliches Programm gefunden habe. So, jetzt muss ich eventuell nochmal die Quest suchen, die da, die Befreiung von Himmelsrand. Befreie Falkenring ist ja anscheinend schon abgeschlossen. Aha. Kontaktperson, Boitia, so, was wird wahrscheinlich so eine verschiedene Quest sein. Kehre zu Wekel zurück. Ich hoffe, da wohnt der Dämmerstern, sonst habe ich hier irgendwie ein Problem. Er wohnt natürlich nicht in. Was soll ich denn machen? Ach, alle. Also, mit Hinsraleft würde ich auch gerne nochmal gehen, so. Ich will jetzt mit Wiegel reden. Also, das ist mir jetzt total wichtig. Und Dämmerstern war übrigens eine Niete. Das ist mir jetzt eigentlich total wichtig, jetzt rauszukriegen, was das jetzt überhaupt für eine Mission war. Ach! Wiegel, ist das wirklich ein Riften bei der Diebeskill? Okay, doch. Na. Ach ja, die Ladepausen. Das ist die Klinge vom Mjoll der Löwenbirn. Ist eine schöne Ruine. Mhm. Ja, ich glaube, ich sollte weniger Zone wechseln. Das lädt ewig. Okay, es schreibt einfach niemand an Twitch TV Chat. Ich dachte die ganze Zeit, dass hier vielleicht irgendjemand Kontakt mit mir aufnehmen möchte, aber nein, dem ist nicht so. Vulkan, das Schwert ist eine düster Klinge. Naja. Drücken Schalter. Ja, mehr kriegt hier niemand mit, wenn die Leute andauernd ein- und ausgehen durch die. Hallo? Wollte ich gar nicht. Kriegt auf jeden Fall keiner mit, wenn die hier ein- und ausgehen durch die Tür. So, Diebesgilde sollte auf jeden Fall eine Nummer schneller laden. So, was war mich denn versteckt? Ja? Viper der Flinke. Rune. Wekel, Wekel, Fickel. Ich ahne, wer es ist,
Aber ich bin mir ja nicht so sicher. Ah ja. Ach ja, und die nächste Tone. Achso, hier in der Schrank war es. Gibt es hier nicht noch Heiltränke für mich? Ach, der Wirt. Hallo. Also Brynjolfs neuer Schützling. Was? Ihr seht nicht nach viel aus. Lass mich in Ruhe. Nur weißt du was über Arondil? Er hatte früher ein Haus in Dämmerstern, bis es niedergebrannt wurde. Es heißt, Oha. Er habe mit entsetzlichen Wiederbelebungszaubern experimentiert. Rituale, die nur ein Totenbeschwörer durchführen würde. Nachdem er sich nach Ingwild aufgemacht hatte, hat man nie wieder etwas von ihm gehört. Warum schließt ihr euch nicht uns ganz offiziell an? Könnt ihr auf eure Geschichten verzichten? Stattdessen da draußen deutlich mehr Geld machen. Wir können. Ach, jetzt habe ich natürlich die Hälfte der Story hier verpasst. Ich weiß ja, die Flasche war früher. Verklickt. Die letzten Jahre waren richtig schlimm. Vielleicht komme ich darauf nochmal. Ich hätte ich weiß. Die Flasche. Mann, wollte ich nicht. Das schalt die Schnauze! Ich hätte den Gott. Vor kurzem fand man eine Frau, nackt und zitternd, an der Straße nach Dämmerstern. Aber die Wache brachte nicht viel aus ihr heraus. Sie erzählte von bizarren Experimenten und schilderte, wie Arondil in seinen Tagebüchern herumkritzelte. Aha. Übrigens, ich habe alle Tagebücher gefunden, wie es der Zufall so will. Ich hatte gehofft, dass ihr daran denken würdet. Hier ist die versprochene Belohnung dafür, dass ihr sie mir gebracht habt. Habe ich von einem Kunden bekommen. Hm? Oh, ja. Auf Wiedersehen. Ich habe jede Menge Aufträge zu vergeben. Interessiert? Nicht wirklich. Ich habe noch nicht mal den einen Auftrag erledigt, den ich habe. Nimm mal Ila besser die Dietra-Pfeile weg. Wir okay. halten an. Was ist los? Ich möchte was einige Dinge tauschen. Nach euch. Ja, nee, ich ignoriere eigentlich keinen Chat absichtlich, sondern wenn ich etwas ignoriere, dann ist deswegen, weil es nicht da ist. Mir wurde gerade gesagt, Hintergrund, dass im Chat angeblich was geschrieben wurde, aber ich habe das nicht mitgekriegt. Aber irgendwie ist gerade Twitch TV gerade ein bisschen überlastet. Ich kann ich euch streame da eigentlich ganz gerne wegen diesem Chat. Hey, ohne? Schön euch zu sehen. Wann ich nicht kann ich euch helfen oder wollt ihr einfach nur reden? Einfach nur reden, als ob ich so einem profanen Ding nachgehen würde. So, okay, gut, dann müssen wir jetzt wohl übel nach, wie heißt der Ort eigentlich? Weißlaufen müssen wir. Also ich vor allen Dingen. Und da Elas Inventar musste auch hin. Alter, ich muss diese, das wird mir überhaupt keinen Spaß machen, ich muss so viele Ladezeiten wegschnibbeln. Es macht überhaupt keinen Spaß, weil ich die Tonspur synchron schneiden muss, dann wird das alles... Boah, nee. Oh Mann, ist das unlustig. Na gut, dann legen wir schnell das ganze Zeug ab. Ich versuche mich wie immer zu beeilen. Oh Gott. Weil ich auch keinen Plan habe, wo ich mal was ablöse. Ich wollte ja schon vor Ewigkeiten mal ein Ablagesystem entwickeln, irgendwie, wie man richtig Sachen ablegt, aber irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie so. Warum liegt denn jetzt die Eisenklaue hier so auf dem Boden? Die sollte doch eigentlich hier auf dem Tisch liegen, zum Beispiel. Ich weiß nicht genau, wo die hin muss, aber. Nein, nein, die lag gut, die lag gut. Ha, sehr gut. So, Aela, gib mal alles her, was du hast. Ja, wir halten. Wir sind zu Hause. Was ich brauche? Waffen. Na, die ganzen Pfeile kannst du behalten. Drachenflug kannst du mir geben. Ebenherzbogen kannst du von mir behalten. Mehr Runes Klinge ist eigentlich nicht so cool. Stab der Kettenblitze. Ich würde ja gerne so einen Stab hier an den Waffenhalter da anhängen, glaube ich. Also ich glaube das nicht nur, ich will das auch. Die paar Dolche, das kann ich machen, wenn ich mal wirklich mal auf Schleichen spielen möchte. Will ich jetzt aber nicht. So, den Asbestring, der bringt ja einfach gar nichts in ihren Händen. Diese ganzen Roben. Also wenn ich mal wieder bei Gelegenheit... Na. Torsches vom Weißhof. Warum hat sie noch Drachenschuppen dabei? Nach euch. Aela hat einen ziemlichen Befehlszorn dafür, dass es deine Frau ist. Ja.
ich weiß, aber das ist in Ordnung.